Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zum Thema Trigonometrie. Wir schauen uns diesmal den Einheitskreis an und versuchen anhand dessen die Winkelfunktionen zu erklären. So, das hier, was ihr gerade seht, ist ein Einheitskreis. Was bedeutet Einheitskreis? Es ist nichts anderes als ein Kreis mit dem Radius 1 und einem Mittelpunkt 0, 0. Das heißt, wir haben genau eine Einheit hier drauf, deshalb Einheitskreis. In so einen Einheitskreis kann ich jetzt natürlich einen Winkel einzeichnen, so wie diesen hier. Und dadurch, dass ich diesen Winkel einzeichne, schneide ich den Kreis an einem bestimmten Punkt. Und die Koordinaten von diesem Punkt sind jetzt eben als x-Koordinate der Kosinus von diesem Winkel, also Abstand auf der x-Achse. Und die y-Koordinate ist der Sinus von diesem Winkel Alpha, also der Abstand auf der y-Achse. Das heißt, ihr könnt es euch grundsätzlich schon mal merken, die x-Achse ist immer der Kosinus und die y-Achse ist immer der Sinus. Das heißt, wir haben hier jetzt eben den Abstand auf der x-Achse. Lasst euch da jetzt nicht täuschen, dass das hier an der y-Achse quasi beginnt. Es bedeutet ja nichts anderes als den Abstand hier auf der x-Achse. Okay, also das ist der Kosinus von Alpha und der Abstand auf der Y-Achse, also hier diese Länge hier auf der Y-Achse, deshalb zeichnet man es eben auch so ein, ist der Sinus von diesem Winkel Alpha. Natürlich kennen wir noch eine weitere Winkelfunktion, nämlich den Tangens. Der Tangens wird immer hier beim Einser eingezeichnet. Okay, das heißt, entweder der geht hier rauf, bis ich die Gerade von meinem Winkel erreiche. Oder je nachdem, wenn ich jetzt beispielsweise einen Winkel einzeichne, der größer als 90 Grad ist, also angenommen einen, der darauf geht, dann verlängere ich die Linie hier runter und ziehe wieder hier beim Einser auf der x-Achse eine Linie weiter runter. Denn der Tangens ist natürlich auch, je nachdem, in welchem Quadranten sich der Winkel befindet, positiv oder negativ. Grundsätzlich gilt, der Sinus, nachdem es ja die y-Achse ist, ist im ersten Quadranten, also hier positiv, im zweiten Quadranten auch noch positiv und im dritten und vierten Quadranten negativ, weil natürlich hier die y-Achse im negativen Bereich ist. Beim Kosinus ist es ein bisschen anders. Beim Kosinus ist der erste Quadrant positiv, weil wir auf der positiven x-Achse sind. Zweiter und dritter Quadrant hier und hier sind wir dann im negativen Bereich, das heißt, der Kosinus ist zwischen 90 Grad und 270 Grad negativ und dann ab 270 Grad ist er wieder positiv, weil wir auf der positiven x-Achse sind. So, wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann erkennen wir hier ja eigentlich ein ähnliches Dreieck, nämlich dieses kleinere hier im Vergleich zu dem größeren hier. Und da erkennen wir natürlich das Verhältnis Sinus zu Cosinus muss dasselbe sein wie Tangens zu 1, weil das ist ja hier nur der Radius unseres Kreises. Das heißt, der Sinus zu Cosinus ist wie Tangens zu 1 oder einfacher ausgedrückt natürlich, der Tangens ist einfach Sinus durch Cosinus. Außerdem haben wir auch noch den Satz des Pythagoras, den wir hier sehen, nämlich der Sinus zum Quadrat, wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck, plus Cosinus zum Quadrat muss 1 zum Quadrat ergeben. Also 1 zum Quadrat ist 1, deshalb gilt auf jeden Fall auch Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ist immer 1, weil das ja hier wieder der Radius unseres Kreises ist. Also, was wir uns merken sollten, x-Achse auf jeden Fall Cosinus, y-Achse der Sinus und der Tangens wird hier immer bei der 1 eingezeichnet, entweder nach oben oder nach unten. So, nun ist es aber so, dass es nicht nur einen Winkel gibt mit einem bestimmten Sinuswert, sondern es gibt zwei Winkel mit einem und demselben Sinuswert innerhalb von 360 Grad. Denn wenn ich jetzt hier einen Winkel Alpha wieder einzeichne, dann sehe ich ja, okay, Sinuswert 0,8, aber eigentlich gibt es hier drüben ja bei 0,8 auch nochmal einen Punkt, den ich erreichen könnte, nämlich diesen Winkel hier.
Das heißt, ich habe hier einmal einen Sinus von Alpha. Dieser beträgt 0,8. Und wenn ich jetzt hier einen zweiten Winkel zeichne, dann sehe ich, dass eigentlich der Rest, der hier fehlt, ja wieder Alpha ist. Und somit ist der zweite Winkel 180 Grad minus Alpha. Und es gilt daher, dass der Sinus von Alpha gleich dem Sinus von 180 Grad minus Alpha ist, weil eben beide Winkel hier dieselbe Länge auf der Y-Achse haben, nämlich in unserem Fall hier 0,8. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, dasselbe muss ja in irgendeiner Form auch für einen Kosinus gelten. Wenn wir wieder uns wieder diesen Winkel betrachten, dann sehen wir, dass der einen Kosinuswert von 0,6 derzeit hat. Und genauso gilt natürlich, hier unten muss es noch einen zweiten Winkel geben, der auch den Kosinuswert 0,6 hat. Das heißt, die Frage ist jetzt da, wie muss ich diesen Winkel hier wiederum einzeichnen? Und auch hier erkennen wir wieder, da ist eindeutig wieder Alpha im Spiel, nämlich in dem Fall 360 Grad minus Alpha, also quasi eine ganze Umdrehung minus Alpha. Und somit hat der zweite Winkel, der denselben Kosinuswert hat innerhalb von 360 Grad, den Wert 360 Grad minus Alpha. Also Kosinus von Alpha ist gleich Kosinus von 360 Grad minus Alpha. Also beim Sinus haben wir 180 Grad minus Alpha, beim Kosinus 360 Grad minus Alpha. Das gilt für jeden Winkel, egal wie groß dieser ist. Ihr werdet immer genau diese zwei Winkel finden, die denselben Kosinuswert bzw. natürlich denselben Sinuswert haben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr findet sämtliche Unterlagen dazu natürlich auf www.matago.at und natürlich noch viele weitere Videos, in denen wir uns wiedersehen werden.